euch Arno an? Was hat der denn da für einen Pornobalken? Ey Leute, ohne Scheiß, ne? Hallo zu Hause vor eurem PC. Ich könnte jetzt mit euch 1000 Videos hintereinander gucken. Ist wahr. Unter uns spielt eine türkische Band und wir haben gesagt, komm, wir gehen kurz nach oben und singen was. Aber du hast gesagt, es ist gar nicht so lange her. 2015, Leute. Live sind wir nämlich in Hamburg am 7.11., in Duisburg am 21.11., am 5.12. in Berlin und am 19.12. in München. Und jetzt natürlich hier für euch. Und Arno hat... Für den 24 Stunden. So, dein erstes Reaction-Video ist fertig. Nice. Ich habe zusammengeschraubt, weil ihr seht, hat er nur für euch gebastelt. Ja? Und jetzt singen wir für euch, aber du hast gesagt, meine Güte, ist der hackt wieder nur 20 Kilo zu viel. Das, auf was klopft Arno da rum? Guckt euch das mal an, das sind so zwei komische Boxen. Das ist nicht mal eine Bongo. Das ist halt super lustig. Ah ja, deine Game Reviews kann man sich angucken. Vollbild. Ach so, Vollbild. Hier. Ja gut, das ist halt scheiß Quali, ne? Der Bass gefehlt, Leute. Warte mal, ich mach mal. Nochmal, stopp. Dann machen wir anders. Das geht ja so gar nicht. Ich glaube, ich muss das... Ist das so? Ist meine Stimme sehr viel lauter als das Ding, ja, ne? Wie heißt das Format? Jan Hegenberg Reaction. Hier, bitte, passt auf, das machen wir jetzt einfach. Hier, los geht's. Ich merke schon, es wird lustig heute. Ich mach dann mal den 6-Kilo auf der Reihe. Jetzt kommt der Bass gleich. Mach mal Bass, du machst den Bass. Was ich meine, oder? Das ist halt so, das macht Spaß. Man mit sich selbst Musik zu machen, ist halt auch irgendwie das Geilste, wenn es nicht buffern würde. Wobei es gar nicht, passt auf, ihr habt ja hier unten selbst gesehen, wie weit das Video schon war. Es wundert mich, bitte zu Ende, bis zum Ende spielen. Ach verdammt, echt jetzt? Leute, na gut, komm hier, warte. Wenn du das brauchst, Danny, dann kriegst du das. Ach, verpiss dich, will ich schminken, ich zocke. Thank you.
ja, das ist irgendwie... Bis also, bald auf unserem Konzert. Ihr merkt selbst, ne, wenn ich es dann künstle, das ist nicht gut. Guck mal, das habe ich im Proberaum aufgenommen. Ey, was hab ich da alles gemacht, Leute? Man darf sich das gar nicht angucken. Was ist das für eine Quali? Ready, set, go, 1, 2, 3. Ja, Christoph, Arno und meine Wenigkeit im Proberaum. Wir wollen euch ein bisschen unsere neuen Songs vorstellen. Guckt mal, wie Christoph in die Kamera guckt, Leute. Das ist obergeil, wirklich. Also wir vor der Kamera, ne? Das ist genau das... Oh Gott, Old But Gold, sagt er. Speichere den Link. Das ist... Ich stehe in dem Scheiß, weißt du, das habe ich mit dem Handy aufgenommen, will ich dazu sagen. Mit meinem Handy habe ich dieses Video aufgenommen. Dafür ist der Sound übrigens obergeil. Ganz ehrlich. Aber, jetzt kommt der Song, ich hab's vergessen. Ja. Der Hegmech, wie er lebt und lebt. Ich mach einen Diss-Track auf mich selbst. Wie heißt unser neuer Song? Ja. Und du hast gesagt, es wird geil. Alles klar. Jetzt, Leute. Arno hinten kraulst du doch mal im Sack. Es ist so schön. Ah, das ist Proberaum-Sound, Leute. Ist das geil oder was? Da ist nichts abgemixt. Ach, da steht immer noch 9.5. Duisburg. Was geht ab? Naja, das haben wir jetzt gerade schon mal gehört. Das muss ja echt nicht sein. So, wartet, haben wir noch ich gucke jetzt mal, ob noch irgendwas Lustiges ist. Ey, da habe ich das erste Mal versucht. Oh, die Männerballade, Leute. Oh mein Gott. Ach, das machen wir am Samstag. Leute, wir machen am Samstag, machen wir noch React-Videos as fuck. Ich sag's euch. Das wird richtig lustig. Solange Anu nur krault und nicht den Löwen hat, ist ja alles in Butter. Leute, das machen wir am Samstag, machen wir auf jeden Fall irgendwann so eine React-Session. Vielleicht, das wäre eigentlich eine wirklich coole Nummer, vielleicht machen wir es so, dass ihr mir wirklich lustige Videos schickt, muss ja nicht von mir sein, ja, auf sich selbst zu reacten ist halt irgendwie auch so ein bisschen wie das eigene Sperma zu schlucken, das sollte man nicht unbedingt tun. Einfach Videos in, ja, schickt sie Manni oder mal Fleur oder Fenrir, die sammeln die für mich, wir gucken zusammen einmal kurz drüber, was passt, also ich gucke mir die Videos nicht an, aber die Leute sagen mir, das Video ist geil, mach das, Jan, bitte reacte da drauf und so weiter und so fort. Und dann machen wir eine Stunde oder anderthalb, machen wir einfach nur React. Ich meine, das ist ja auch geiler Content einfach, ne? Ich sag mal, kriegen wir hin, ja? Aber nichts Schlimmes. Ja, Leute, ich möchte nicht irgendwie auf doofe Sachen reacten. Es muss, wenn es geht, irgendwie lustig sein oder krass, aber auf keinen Fall irgendwie jetzt sowas mega Politisches oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir müssen deine Videos reacten. Ja, ihr müsst meine Videos reacten. Das ist eigentlich auch eine richtig geile Idee. Vielleicht machen wir das tatsächlich über so eine Videoschaltung zwischendurch. React auf Gina Wild. Alter. Auf Gina Wild habe ich vor 30 Jahren reacted. Auf dem Pod zu Hause. Da reacte ich doch heute nicht mehr drauf. Leute, ey. Unglaublich. Ach, einfach schön. So,